muss gleich weinen. Ich muss gleich weinen. Das war noch nie so schlimm. Morgen, Jungs. Servus. Wir spielen heute SCP Containment Breach. Mal wieder. Immer noch Version 0.7. 0.7, ja. Immer noch 5 neue SCPs. Immer noch haben wir... Ja, ich habe mir hier mal den Tenshock rausgelassen. Bezüglich dieser Intro-Sequenz. Wo war das? Es gibt 5 neue SCPs, das wissen wir ja schon. Ja, davon haben wir aber nur eins gesehen. Ja. Diesen Notenzettel oder was das war. Da hätten wir jetzt eigentlich mal gucken können, was der überhaupt ist. Tja, hätten. Ja, hätte. Warte, wenn ihr es wisst, dann könnt ihr ja einen Kommentar schreiben. Stirb, du Blatt Papier. Genau, mich würde mal interessieren, was dieses Notenblatt macht. Und mehr haben wir bis jetzt noch nicht gefunden in den 2 Anläufen, die wir bisher schon gespielt haben. Ich meine, wenn er das in das Spiel integriert, dann muss es irgendeinen Effekt haben. Das liegt nicht einfach rum, oder? Na, die warten auf mich, genau. Ich renn mal. Vielleicht verleitet es den Player dazu, ein Lied zu pfeifen oder so. Eine Melodie. Das wäre wirklich schön. Also in Chenshock steht Some small additions to the intro sequence. Ich frage mich immer noch, ob der sich eingeschissen hat oder warum der so einen komischen Arsch hat. Ich glaube, das ist getrocknetes Blut. Das wird auch so rostfarben. That seems to be a problem with door control. Pass auf, wenn du jetzt hier stehst, dann guckt er dich so an. Okay. Ich weiß nicht, ob er mich tötet. Und neue Version tötet er dich wahrscheinlich. Ja, gruselig. Ich bin schon im Raum. Ja, sehr gut. Bug! Bug report! So, pass auf, der kommt durch den Boden. Also wir wissen jetzt inzwischen, dass... Warte mal. Ah, ist offen. Dass dieses SCP-173 in diesem ersten Raum da unten auf uns wartet. Deswegen können wir nicht gleich zu Beginn da reingehen. Aber spätestens, wenn man SCP-173 im späteren Verlauf, zum Beispiel hier, nochmal begegnet, dann müsste der erste Raum frei sein. Man kann sich die Gasmaske und so weiter holen. Nein! Das war sauknapp. Wow! Der ist voll gegen die Tür gefahren! Nein, du! Und du bist tot. Du machst die Tür auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist hinter der Tür? Ach du Scheiße. Da geht's wieder, Alter. Was machen wir jetzt? Da lang, oder? Geht in die rechte Tür da. Dieser. Da geht's in die. Die sieht so komisch aus. Muss schauen, wie die Tür aufgeht. Ja, ist egal. Nee, ist nicht egal, Mann. Ist verdammt nochmal nicht egal. Das sieht aus wie dieser Ding. Kommst du nicht rein. Was ist das? SCP wie viel? 08. Okay, ich bin wieder da. Habe ich eingeguckt. Da sind wir hergekommen. Meinst du, mach die Tür auf? Oder? Unser macht die Tür auf? Nein, macht er nicht. Nein. Ja, ob du das jetzt wieder zumachen kannst. Lass doch die Tür wieder offen. Was ist denn los mit dir? Oh! Dahinter?
Ja. Volle Kanne. Ja, du hörst doch, wenn er die Tür aufmacht. Ja, aber dann ist vielleicht schon zu spät. Oh Gott, wenn er es hier ist. Die Möglichkeit ist durchaus plausibel. Okay, da ist schon mal. Da muss ich dann lang. Ja. Ach ja, übrigens, Leute, wir wollten, der ist da in diesem Raum. Der ist da in dieser Schleuse. Ja, ich mache hier trotzdem mal zu. Ja, wir wollten uns mal bei euch bedanken für die vielen Klicks, für die letzten paar Videos. Und wir haben auch einige neue Abonnenten dazu bekommen. Und deswegen haben wir uns für euch eine kleine Überraschung ausgedacht. Der steht da. Macht die Tür zu. Und zwar haben wir ein altes Video, eins unserer ersten Videos, die wir gefilmt haben, mit uns, das eigentlich viel zu asozial und zu peinlich ist, um es hochzuladen. Aber sagen wir, wenn wir 50 Abonnenten haben, dann überlegen wir uns vielleicht nochmal, das Video doch hochzuladen. Deswegen klickt schön auf den Subscribe-Button. Ja, der ist bestimmt weg. Ja, bestimmt. Der ist bestimmt behindert, ey. Würde ich mal sagen. Da war der, oder? Nach der Tür. Ja, ist weg. Oder war der ist da? Omega Warhead, oder? So sah das aus. Nee, warte. Das ist Warhead Silo. Warhead Silo, Omega Warhead. Hast du noch keine Keycard? Der hatte wohl eine Begegnung mit SCP-173-106. Da will ich aber nicht rein. Wir brauchen jetzt unbedingt eine Keycard, Mann. Ich werde jetzt durch diese Schleuse. Pass auf, der Kunde. Den hat mir jetzt gar nicht gesehen. Alter. Ja, weil es so dunkel ist. Das finde ich nicht so toll. Das verstörende Geräusch. Der hätte durch diese Schleuse gehen müssen. Nein! Oh, geht er runter. Da gibt es bestimmt eine Kicker. Ja. Ey, wir wissen ja nicht, was sie durch diesen Patch da geändert haben. Vielleicht sieht es ja unten jetzt auch an. Ja, genau. Schau halt mal. Das wünschst du dir, hä? Das wünschst du dir, dass ich da reingehe. Ich will nur mal wissen, wie es da unten aussieht. Du kannst ja bestimmt wieder gleich hochfahren mit dem Fahrstuhl. Ja, so wie letztes Mal, oder? So ging es da nicht. Nein. Und den anderen, da wirst du dann getötet. Aber wenn wir mit Keycard hast, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal diesen Maintenance haben. Damit wir ein alternatives Ende dingsen können. Aktivieren, was auch immer. Sag mal, wo kriege ich denn eine Keycard her? Du hättest am Anfang, bevor du da rein bist, durch diese Schleuse gehen müssen, wo der 173 da. Schau mal den Raum, was ist das? Keine Ahnung, genau. Ach du Kacke. Kann ich da aufmachen? Ja. Ziemlich gelockt. Ist da einer drin? Der dreht durch, Alter. Soll ich hier weg? Warte mal. Da ist einer drin. Ich will sehen, was passiert. Geil. Also sowas passiert dann mit uns, wenn wir da reingehen. Schau mal, ob du jetzt reingehen kannst. Du hast ihn ja noch nicht angeguckt, oder? Erst wenn man ihm ins Gesicht schaut, dann dreht er so durch. Guck mal, wo er steht. Okay. Jetzt? Da hinten war so ein Ding. Geh mal zurück. Rechts. Ja. Jetzt die Tür zu.
Dreh dich um. Weil wenn. Nee, ich glaub, da! Ja. Und auf einmal ist das High Voltage. Ich möchte ihn töten. Pump Fuel, mach alles an. Ich will hier raus, Mann. Nee, aber meine Theorie ist wirklich, solange du ihn nicht anguckst, passiert dir nichts. Power Weed. Alle Schalter betätigen. Jetzt? Pass auf, wo der steht. Ich glaube, von der Wand entlang, ja. Ja, das war die falsche Wand, ne? Ich schrei so rum, Junge. Wo bin ich denn jetzt? Da ist ein Schalter. Okay, wir sind in der Ist das die Stadt. Andere Seite? Ja, glaub schon. Kann ich jetzt wieder aufmachen? Nein, da müssen wir wieder da durch. Ja, du musst jetzt weitergehen. Von da kommst du her. Ja, aber man könnte nicht zurückschauen, jetzt kommen wir da zu so einer Kacke. Ja, achso, da geht's weiter auf der anderen Seite. Dann müssen wir halt wieder durch dieses Ding da durchgehen, aber. Das müssen wir nämlich anschauen. Ja, wir sind ja in den vorherigen Versionen sind wir ja auch an dem einfach vorbeigelaufen in dem Raum. Ist ja nichts passiert. Was machst du? Geh halt hoch. Von dem großen Viech da, ne? Ja. Sehe ich mir jetzt aber nicht mehr. Massive und Damage und was auch immer. So ein Reptil, glaube ich. Wo bin ich runtergekommen? Da muss jetzt auch. Glaube ich. Ja, glaube ich auch. Zweimal glauben ist einmal wissen. So. Gutes Argument. Ich guck mal, was da ist. Siehst du das nächste Mal? Gate B. Ah, ja, sehr schön. Pass auf, der ist nicht so dezent daran, dass er springen kann. Wow! Wo ist denn der Türschalter? Boah. Ja, der kommt da nicht hoch. Vergiss es. Doors. Gehen wir bei dem rein, ja? Ja. Ich weiß die Zahl. 7613 oder was? 7816, weil. Ja. Irgendwie sowas. Verdammt, hab ich ein gutes Gedächtnis. Wie ein Elefant. 106.0204, was? Ich will es aber nicht durchlesen, weil. Dann kommt 106 noch im Hintergrund oder so. Ich glaube, es reicht, wenn wir hier drin waren. Oh, da ist noch ein Medikit, oder? Nee. Ja. Ja. Okay. Medikit. Da. Ja, für den Gears oder irgendeinen anderen hatten wir ja mal den Keycode, den man ja in diesem Radio da hat auf 10.05. Ja, wir haben nochmal gelesen, SCP-173 kann alle Türen öffnen, ne? Ja. Dann macht es immer so düdelüdüd, haben wir schon mal gehört, ja. Aber dann sind wir gestorben, haben es nicht gesehen. Oh. Sieht nach Ende aus. Ja. Geht auch. Hast du nicht gespielt? Nee, wir haben noch. Wenn wir es jetzt durchspielen, haben wir dasselbe Ende. Sollen wir zurücklaufen? Du brauchst eine Keycard, musst ins Warhead-Silo gehen, also musst jetzt zurück durch diese Schleuse gehen, eine Keycard zu mir, oder? Wir spielen es einfach durch, aber dann. War das Gate A, was wir letztes Mal hatten? Ja, dann ist aber nichts Neues. Ja, okay, also dann, wenn ihr Gate A mal sehen wollt, schaut einfach Episode 3 an. Jetzt wird es ein längeres Spiel. Wir laufen jetzt zurück. Wir können ja dann so einen Skip machen. So. Also wir haben jetzt doch einen anderen Weg eingeschlagen. Und zwar sind wir bei diesem Catwalk nicht zurückgegangen, sondern wir haben festgestellt, dass SCP-173 weg war. Und dann ist der nette Kollege hier einfach unten durchgegangen. Der nette Kollege also. Okay. Oh, schon wieder. Steht er.
Da muss ein Navigator drin sein. Ja. Ja, der kommt nicht. Ist hier noch eine Keycard? Das war mal Level 2. Dasselbe Raum. Da im anderen war auch ein Navigator wahrscheinlich. Gate B. Ja, jetzt haben wir eine Keycard. Warte mal. Nicht, dass der aufgemacht hat. Nee, dann nicht. Der ist bisher von da unten. Von da unten ist er bisher noch nie wieder hochgekommen. Der ist auch weg. Ja, was macht der taucht kurz erst auf. Mach mal. Ja, okay, der ist weg. Geh mal. Jetzt kannst du unten lang gehen. Soll ich? Ja, mach mal. Also, komm. Nochmal unten lang, cool. Wir sind heute so mutig. Ein Langception ist das. Wir sind heute so mutig, ey. Das gibt's gar nicht. Da ist ein Regal und ist nichts drin, ey. Ja. Schau mal. Voll. Weil's der 173 mitgenommen hat. Ja. Zieht sich die Augentropfen rein, ey. Du bist falsch gelaufen. Der haut sich die Augentropfen rein, Junge. Da geht's hoch. Damit er noch länger gucken kann. Dann geht er wieder crazy, wie in einem Raum da, ne? Ja. Sieht die Augentropfen selber gibt. Wenn er was von SCP-J was nimmt. SCP-J. Oh, da hinten ist ja. Die geht auch crazy. Die portet sich, da ist wieder eine Keycard. Echt? Aber das ist die Level 1, oder? Hier war doch immer eine Level 1. Scheiß Dokumente, ja. Jetzt müsst du durchlesen. Hinter dir, Mann! Hä? Da ist die Keycard. Ah, da. Level 1. Das schmeiß ich weg, ey. Ja, die kann man sowieso, kann man doch versemmeln. Ja, und dann kann man auch die Level 2 versemmeln. Achso, wir haben noch genug Platz, dann machen wir einen mit. Aber wenn wir zwei versemmeln, dann mache ich es lieber langsam. Nicht so wie du und mach so eine Mastercard. Wir haben eine Chance vorhin. Hey, der Electric Room. Ja, kannst du reingehen. Ist der neu? Da waren wir noch gar nicht drin in der neuen Version. Nee. Was? Nee, wir waren noch nicht drin. Ich dachte, du warst schon drin. Hast du ja heimlich gespielt, ne? Ich halte es nicht lange aus allein. On. Jetzt hast du es aufgemacht. So, und den da auf. Genau. Aber und das brauchen wir nur, wenn wir den. Ja, Gate B. Für Gate B brauchen wir das. Ja, für Gate B müssen wir erstmal den 079 finden. Ja, wenn wir es vorher schon ausschalten, dann macht er uns gleich auf, oder? Nee, wir müssen das zuerst ausmachen, damit wir zu dem reinkommen, mit dem wir sprechen können. Ach so, ja. Ja, also, genau. Wenn wir mit dem gesprochen haben, dann müssen wir das wieder ausschalten und dann macht er uns dann Gate B auf. Ich möchte Gate B mal sehen. Da kommen wir her, ne? Ich glaube, das ist der Zugang da in diesem Raum, wo es zum Maintenance-Tunnel runtergeht, diese Tür. Für die man Keycode braucht. Ich kann mir vorstellen, dass die Tür zum Gate B ist. Könnte sein, ja, stimmt, die ist zu. Und du bist tot. Du hast das Medikit. Nimm das Medikit. Der campt jetzt hier. Soll ich da weiter, oder? Nee, kann's ja nicht. Da schießt dich wieder, dann bist du wieder tot. Was? The wounds were too swear. Das heißt, du konntest dich nicht vollständig heilen. Stirbst halt jetzt. Soll ich mal probieren? Komm. Du parodierst da voll. Schau mal auf den Boden. Der bringt dich um. Voll gezockt. Ich lebe! Es ist vorbei. Nein! 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 Oh Mann! Ja. Nichts ja. Aus mit Gate B. Schade. Naja, wir haben mal Gate A angeguckt und dann sind wir zurückgelaufen. Gut. Quitt. Das war's für heute.